18 Jahre und kein Ende in Sicht. Man könnte meinen, Kingdom Hearts hätte gerade Jubiläum. Wenn sich ein Franchise mit guter Musik zu jedem Zeitpunkt feiern kann, dann wohl eins, das Disney-Charaktere und eine Final-Fantasy-Welt verbindet. So hat sich Square Enix mit den Entwicklern der Theater Rhythm-Reihe Indie Zero zusammengetan und die Musik von fast 2 Jahrzehnten Kingdom Hearts zelebriert. Kingdom Hearts Melody of Memory erschien kürzlich für die PS4, Xbox One und erstmalig für die Nintendo Switch. Die Wahl, ein Rhythmusspiel zu machen, ist tatsächlich nicht überraschend, wenn man bedenkt, dass die Stücke von Yoko Shimomura schon immer eine zentrale Rolle in den Spielen gespielt haben. Vorab gab es deshalb eine Veranstaltung mit der Komponistin, in der sie fast eine Stunde lang Fragen von Fans und Square Enix zugleich beantwortet hat. Und ihr hättet mal die Kommentare sehen sollen. Die Fans waren ganz außer sich. Dass die Musik einen nostalgischen Nerv berührt, ist hier unabstreitbar. Dass Produzent Ichiro Hazama und Co-Entwickler von Indie Zero Masanobu Suzui das verstehen, spiegelt sich in der simplen, aber effektiven Spielemechanik wider. Melody of Memory ist kein hochkomplexes Rhythm-Game, das in die Tokyo-Arcade-Hallen gehört und will da auch gar nicht hin. Es ist eher ein spaßiges Rücklehnspiel für zwischendurch, das Hardcore-Fans nostalgische Tränen in die Augen treiben dürfte und den Spielern, die halbwegs Spaß mit Kingdom Hearts haben, auch mit einem Let It Go, Under the Sea oder Simple and Clean und weiteren Songs entspannen und beglücken können. Generell ist der Inhalt von 150 Tracks mehr als genug, um das Franchise zu würdigen. Die Zusammenstellung ist ebenfalls bezaubernd. Ich war durchgängig wieder ein kleines Kind auf einer Entdeckungsreise voller rhythmischer Knopfdrücke und ich weiß nicht, mit welchem Spiel ich das letzte Mal so entspannt sein konnte. Selbst diese fragwürdigen RPG-Elemente, die das Boosten von Erfahrungspunkten oder Tränke zur Wiederherstellung des eigenen Lebens erlauben, die für mich eigentlich nichts in einem Rhythmusspiel verloren haben, haben hier vollkommen zum Setting gepasst. Wir laufen aber in den Welten, durch die wir uns musizieren, nicht nur buttonsmashend umher. Die Rhythmuspassagen sind auch ein wenig wie Kämpfe gestaltet. Normale Angriffe mit A oder mit den Schultertasten müssen im Rhythmus ausgeführt werden, manchmal auch gleichzeitig. Mit B springen und gleiten kommt ebenfalls bekannt vor aus anderen Rhythmusspielen. Aber im richtigen Zeitpunkt springen und dann schlagen fühlt sich doch schon ein wenig nach echtem Kampf an. Wenn wir uns jetzt mal von der Weltenreise, die nun mal die zentrale Handlung darstellt, entfernen, finden wir noch mehr Spielmodi. Zum Beispiel können wir uns gegen CPU-Gegner oder Online-Spieler beweisen. Ein wenig wie Tetris Battle Royale 99 werden hier bei gutem Timing kleine Hindernisse für die Gegner ausgelöst. Das bringt ein wenig Abwechslung ins Spiel. Im lokalen Koop geht das zum Glück auch. Dann können wir uns noch alle Cutscenes im Museum einzeln anschauen, im freien Modus trainieren oder uns auf den höchsten Rang punkten. Wir können sogar eigene Songs mixen, was ein spaßig süßes Feature darstellt. Leider hat mir aber die Umsetzung der Bosskämpfe bis zum Ende nicht eingeleuchtet. Dass man den Spielfluss etwas aufmischen will, okay, aber diese Kämpfe wirken oft leider nur gehetzt umgesetzt. Plötzlich preschen viele neue Mechaniken gleichzeitig auf einen ein und die Treffer klingen dann leider direkt beim ersten Boss unrhythmisch. Klar sollen die Bosskämpfe schwer sein, aber sich deshalb gleich in einem neuen Spiel zurechtfinden zu müssen, ist überraschend, um es mal nett auszudrücken. Vielleicht hätte man hier einfach nur noch mehr Zeit benötigt, um den Rhythmus in den eigenen Liedern auszubessern. Denn gerade weil 90% perfekt in die Songs einstimmen, sind diese 10%, die das nicht tun, besonders auffällig. Und nur um ein kurzes Beispiel zu nennen, die Peter Pan-Level bereiten mir auch noch nach dem kompletten Spieldurchgang Kopfschmerzen, weil meine Angriffe nicht nach Musik, sondern eher nach wildem Kinderklatschen klingen. Zusätzlich werde ich einfach das Gefühl nicht los, dass man hier hätte noch mehr aus dem Genre-Mix machen können. Die Mischung von RPG-Elementen und Story in einem Rhythmusspiel könnte noch ausgefeilter sein, wenn auch sie es hier nicht unbedingt sein muss, um zu befriedigen. Fans kennen Kingdom Hearts als eine unerzählbare Geschichte. Wenn die Freunde fragen, worum geht's denn da eigentlich, dann haben die sich schon ein halbjähriges Seminar zur Geschichte von Kingdom Hearts eingebrockt. Erzählt wird nämlich gerne nicht nur in den Hauptspielen Kingdom Hearts 1 bis 3, sondern eben auch aufgestückelt in allen erschienenen Nebenreihen, Spin-offs und Co. Die zu finden ist schon ein Achievement an sich. Die danach auch noch zu erklären, wird selbst dann schwer, wenn man sich durch jegliche Notizen und Wikis gewühlt hat. Dabei ist die Lösung doch so einfach. Den Gehörsinn nutzen. Der leitende Spieleentwickler Tetsuya Nomura
fasst es eigentlich schon perfekt zusammen. Musik verlinkt Erinnerungen auch im echten Leben. Mit Kingdom Hearts 3, das im Januar 2019 erschien, wurde ein Kapitel der gesamten Geschichte abgeschlossen. Und so fühlt man sich im neuen Spiel dann durch die Handlung von Kingdom Hearts. Kairi als Erzählerin in die Cutscenes zu setzen, war eine besonders gute Entscheidung, da sie endlich mal ein wenig, nicht zu viel, aber ein wenig, in den Vordergrund gerückt wird. Auf der Reise zu Kairi können die Abenteurer das Team auch wechseln. Wir müssen uns nur durch die ersten Welt mit Sora, Goofy, Donald und, wenn man die richtigen Gegenstände hat, auch manchmal König Mickey kämpfen. Später kommen zum Beispiel noch Roxas, Xion und Axel als alternatives Team hinzu. Insgesamt hat man am Ende dann 4 Teams mit unterschiedlichen Charakteren aus allen Kingdom Hearts Teilen. Zudem gibt es manchmal auch Gastauftritte von Disney-Charakteren. Mit Ariel, Aladdin oder Herkules durch ihre Welten zu laufen, ist das, was beim Spielen am verspieltesten wirkt. Man mag bemängeln, und das bei der Preisspanne von knapp 55 bis 70 Euro zu Recht, dass die Geschichte hier ein wenig zu kurz kommt. Erst in der letzten Spielstunde geht es so richtig mit der Lore weiter. Die 7 Stunden der Weltreise sind, wie Kritiker sagen würden, Recycling des alten Spielmaterials, zumindest in den Cutscenes. Kingdom Hearts Melody of Memory ist kein Guitar Heroes und kein Theater Rhythm. Es ist auch keine vollwertige Fortführung von Kingdom Hearts. Stattdessen ist es ein leichtherziges Rhythmusspiel, das die Welt mit dem ikonischen Simple and Clean von Hikaru Utada eröffnet und den Spieler genauso simpel und klar durch das Geschehen führt. Die musikalische Hommage an die Erinnerung aus 18 Jahren Kingdom Hearts ist gelungen. Die zentrale Frage ist hier nur, zu welchem Preis? Fans werden sich das eher weniger fragen, denn für die ist es hier mehr als genug Content, der nicht nur herzerwärmend, sondern auch spielerisch gut umgesetzt wurde. Die Frage geht also eher an die Neueinsteiger und Spieler, die hier nur so halb im Franchise drin sind oder Kingdom Hearts der Story wegen spielen. Gehört ihr zu den Fans, die den Content von 150 Liedern schon bei der circa 8-stündigen Weltreise einfach feiern? Oder sind euch selbst die zusätzlichen Modi absolut nicht genug? Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal!